Moin, liebe Freunde des Rollenspiels und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ich hätte jetzt fast was anderes gesagt. Wir fahren fort, einen Tag später, mit der nächsten Aufnahmesession. Ihr merkt, ich habe schon wieder Bock auf das Spiel. Ich hoffe, dass ich jetzt Seelensteine dabei habe. Ja, wir haben welche dabei. Ich hoffe, die sind gut genug. Wir werden jetzt mal ein bisschen warten. Und zwar bis es Mitternacht ist. Nein, bis es Mitternacht ist. Ist jetzt natürlich blöd, dass es jetzt schlechtes Wetter gibt. Ich würde euch nämlich gerne mal zeigen, wie das funktioniert mit den Schreinen. Ich versuche das jetzt mal, ob das funktioniert. Deswegen warten wir jetzt eben mal. Viel zu erzählen habe ich nicht. Außer, dass ich das, was ich gestern vergessen habe, das ist mir mitten in der Aufnahme hier aufgefallen, dass ich das heute nachgeholt habe. Das ist erledigt. Also alles gut. Und es regnet schon wieder. Supi. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob das funktioniert. Ich glaube nämlich nicht. Weil sonst muss ich mir tatsächlich was einfallen lassen. Sonst müssen wir tatsächlich nochmal eine Totenbeschwörerhöhle stürmen. Und dann einfach hoffen, dass wir dort einen schwarzen Seelenstein von einem der Anführer bekommen. Hat nicht geklappt, habe ich mir gedacht. Ich warte jetzt nochmal einen Tag. Wenn das nicht klappt, müssen wir tatsächlich den dunklen Spalt nochmal stürmen, dann ist das so. Aber ich würde euch eigentlich gerne zeigen, wie das funktioniert. Mit dem dunklen Spalt, also mit dem mit den Altären. Mist. So habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Genau, legt eure Seelensteine auf den Altar, betet um seinen Segen und entfesselt eure Seelenmagie auf dem Altar. Eure Steine werden zu Instrumenten seiner göttlichen Macht werden, ja. Das Problem ist halt, ich glaube, der Altar muss hervorgehoben sein. Soweit ich weiß. Deswegen funktioniert das nämlich auch nicht. Okay, warten wir nochmal einen Tag. In der Hoffnung, dass es dann klappt. Ansonsten, wie gesagt, werde ich wirklich die Höhle stürmen. Ist jetzt nicht gerade der spannendste Auftakt, ich weiß, aber naja. Was ich sagen wollte, ich denke mal, sollten wir alle Opfergaben zusammenbekommen, werden wir die Daedra heute wirklich fertig kriegen. Ich will mich da aber nicht festlegen. Ich habe das ja gestern eigentlich schon groß getönt, so, ja, wir werden bestimmt fertig, ja, Pustekuchen. Das war ja wohl nix. Ich warte jetzt einfach mal drauf. Wie spät haben wir das jetzt? 11:36. Eigentlich müsste er lila hervorgehoben werden. Oder violett, oder wie auch immer man es bezeichnen will. Und dann muss man nämlich die Seelenfalle drauf wirken. Und dann verwandeln sich nämlich die Seelensteine, die da drin sind. Oder der Seelenstein, der da drin ist, nämlich in einen schwarzen Seelenstein. So funktioniert das eigentlich. Bloß wenn das jetzt leider nicht violett aufleuchtet, dann funktioniert das leider nicht. Das ist das Problem. Man muss immer zu bestimmten Zeiten, ist das glaube ich, muss man Seelensteine herstellen. 56. Weil ich wollte jetzt nicht nochmal 24 Stunden warten. Das muss ja nicht sein. Nee. Funktioniert leider nicht. Schade. Dann müssen wir tatsächlich nochmal in die Höhle rein. So leid es mir tut. Dann müssen wir die Höhle nochmal stürmen. Ihr werdet uns nicht aufhalten. Stirb. Handgeschriebene Notiz. Den nehme ich aber nicht mit, weil die haben wir nämlich schon. Da. Die haben wir nämlich schon. Die nehme ich nicht nochmal mit.
Gut, dann müssen wir uns hier leider nochmal durchkämpfen. Dann ist das so, dann tut mir das leid. Weil, wie gesagt, wir brauchen einen schwarzen Seelenstein. Ich weiß nämlich nicht, ob ich einen habe. Ich meine nämlich nicht, dass ich ihn... Ich habe nämlich keinen, soweit ich weiß. Weinbrand dürfte eher weniger das Problem sein, weil einen haben wir ja. Den ich eigentlich nicht verwenden wollte, aber zur Not kann ich den ja trotzdem verwenden. Das ist ja nicht das Problem. So, der Geist ging einfach. Also ich glaube, man braucht dazu nicht mehr viel sagen, dass wir stärker geworden sind, ist klar. Und im heutigen Part wurde ja auch gesagt, du solltest eigentlich langsam mal stärkere Waffen dir zulegen. Ja, habe ich ja jetzt. Wir haben ja jetzt ein Dätrisches Kurzschwert. Mit dem bin ich auch sehr zufrieden tatsächlich. Es ist leicht und trotzdem können wir gut damit um uns schlagen. Also das ist nicht schlecht. Trank der Spiegelung. Jo, das ist nicht schlecht. Ist jetzt halt nur blöd, dass wir die Höhle schon kennen. Aber wie gesagt, ja, ist immer so eine Geschichte, weil du bei unbekannten Sachen, da weißt du halt nie, ist es jetzt eine Höhle für Totenbeschwörer, ist es eine natürliche Höhle oder wie auch immer, ne? Das ist immer so die Geschichte. Also, Freunde, Daumen drücken, dass wir hier einen schwarzen Seelenstein bekommen. Na komm schon. Ich mach dich kaputt, du Sau! So. Ja, ich werde übrigens bald wahrscheinlich anfangen, Anno aufzunehmen. Anno 1602. Das ja ursprünglich eigentlich schon im letzten Let's Schnacken kommen sollte, aber da gab es halt noch technische Probleme wegen meines Betriebssystems Windows 7 damals. Aber da ich ja jetzt Windows 10 habe und auch per Test nachgewiesen habe, dass es funktioniert, ja, ich habe das vorher ausprobiert. Ne? Ich lerne ja manchmal auch aus meinen Fehlern, nicht immer, aber manchmal lerne ich auch draus. Tatsächlich, sowas kommt auch mal vor. Jo, der hat sich schön selbst gegrillt. Finde ich gut. So, und den haben wir so gekillt. Geld verdienen tun wir auf jeden Fall. In jedem Fall. Ne, wenn ich mir mal so ihre Bewaffnung angucke, eben Erdstreikkolben, da verdient man immer gut mit. Ich finde es nur erstaunlich, dass die Nekromanten keine Dolche tragen, so wie ihre dämonischen Brüder. Also die Brüder, die sich der Dämonenbeschwörung verschrieben haben, den Daedra. Weil die haben Dolche bei sich. Naja, gut. Jeder wie er kann, ne? Würde ich mal so sagen. So, ich glaube, von da kamen wir. Da unten sind wir fertig. Hier war doch, glaube ich, war hier nicht ein Durchgang? Da ist der Durchgang. Oh! Ein Lich. Schnappen wir ihn uns. Der hat definitiv einen Stab der Mühsal. Den können wir verkaufen, weil den haben wir schon. Das weiß ich. Den haben wir. Glaube ich auch mehr als einmal gehabt. Ich glaube, den hatten wir dreimal oder so. Kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich hatte ja auch die überschüssigen Bestände verkauft größtenteils. Das hat nämlich auch nochmal ordentlich Geld in unsere Kasse gespült. Deswegen sind wir ja so kurz davor, die 500.000 zu knacken. Dann, ja. Offscreen habe ich nicht weiter gespielt. Ne? Also nicht die Zutaten zusammengekriegt. War hier nicht ein Anführer? Ja, eigentlich schon. Da ist er down. Sehr schön. Schöne Truhe, ja. Da ist aber nichts Besonderes drin. Okay. So wie es aussieht, haben wir Pech gehabt. Oh! Ich wollte gerade sagen. Das ist also der Skelettschlüssel. Ich habe noch nie Schlösser geknackt in Verbindung mit dem Skelettschlüssel. Habe ich noch nie gemacht. Aber richtig cool.
nicht weiß, ich war hier schon. Nee, da geht's einfach nicht weiter. Dann habe ich einen Durchgang vergessen anscheinend. Ich bin verwirrt. Entschuldigt bitte, ich bin gerade wirklich ein bisschen perplex. Dunkler Spalttunnel, genau da muss ich hin. Stimmt ja, wir haben ja den anderen Weg genommen, wo der Einsiedler war. Richtig. Die Richtung hier gibt es ja auch noch. The Warrior Wars. Gut, dann gucken wir hier nochmal nach. Vielleicht haben wir ja hier noch Glück. Ansonsten, wie gesagt, haben wir leider Pech gehabt mit Vermina. Da müssen wir erstmal warten, bis wir einen schwarzen Seelenstein kriegen. Das ist ein Champion. Definitiv. Ernsthaft. Ein Hieb und wir fliegen quer durch die Landschaft. Alter, das ist nicht dein Ernst. Zwei Hiebe und sie fliegt zweimal durch die Landschaft. Hallo? So. Also die Skelett-Champions sind eigentlich auch kein Problem mehr für uns. Nur, dass er uns jetzt so quer durch die Landschaft schleudern musste, das fand ich jetzt nicht so gut. Kein schwarzer Seenstein. Du bist ein Unterlicht, genau. Ich weiß übrigens nicht, ob es tatsächlich noch eine stärkere Variante gibt. Ich meine aber nicht. Jedenfalls haben wir bisher keine stärkere Variante gesehen. Ansonsten müsste die eigentlich so langsam mal kommen, die stärkere Variante, wenn es sie gibt. So. Gucken wir hier oben nochmal. Ist hier noch irgendwas Besonderes? Ja, hier ist noch eine Truhe. Orkschild, totes Fleisch und ein bisschen Geld. Sehr schön. Aber leider kein schwarzer Seelenstein. Das ist wiederum sehr bedauerlich, dass wir hier keinen schwarzen Seelenstein bekommen. Daedra-Stiefel können wir auch verkaufen. Gehen wir erstmal in die Richtung. Irgendjemand hat uns bemerkt. Ich mag dieses Bläh. Oh. Bist du beschworen? Du bist beschworen, alles klar. Da müssen wir deinen Meister ausschalten. Da ist er. Oh. Da rennt ein paar mehr von der Sorte rum. Das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Aber da war doch noch einer. Wenn ich mich nicht irre. Da hinten sehe ich einen Zombie. Hm. Irgendwie habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Hm. Na gut. Bin ich ja ehrlich zu euch. Ich habe mir das echt anders vorgestellt. Ich hätte gedacht, wir würden schnell einen schwarzen Seelenstein entweder finden oder einen produzieren können. Aber irgendwie... war klar. Stirb, Schweinehund! Da ist er down! Werde ich langsam leichtsinnig. Das ist nicht gut. Noch ein Zombie. Komm her! Oh, das ist sogar ein fürchterlicher Zombie. Au. Au. Entweder heilt er sich nicht mehr oder er ist so langsam in der Regeneration, dass ich ihn schneller platt mache als gedacht. Ja, Aurelia ist definitiv nicht mehr so schwach wie früher. Sie hat definitiv an Macht dazu gewonnen. Das kann man ihr nicht mehr absprechen. Unsere eiserne Jungfrau wird langsam.
Erstmal ein paar Sachen hier reparieren. Ja, war klar. Unser Harnisch geht ziemlich schnell kaputt. Ja, das liegt auch halt daran, was eine leichte Rüstung ist und keine schwere. Schwere hält tatsächlich ein bisschen mehr aus. Ein Lich. Ein Dietrich. Aber immer noch kein schwarzer Seelenstein weit und breit. Das ärgert mich. Den Stab der Übelkeit haben wir auch. Den können wir auch verkaufen. Und die Wiederherstellung ist nochmal hochgegangen. Sehr schön. Vielleicht sind wir ja irgendwann tatsächlich so weit und können uns einen besseren Heilungszauber zulegen. Das wäre natürlich eine hübsche Sache. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Die habe ich schon geöffnet. Allerheiligstes. Hoffen wir mal, dass wir da drin einen Anführer finden, den wir platt machen können, der einen schwarzen Seelenstein dabei hat. Sonst war nämlich das Ganze für die Katz. Na gut, es gibt ein bisschen mehr Kohle, aber trotzdem. Sonst wäre das alles wirklich für die Katz. Mehr oder weniger. Oh, hier rennen Geister rum. Natürlich. Und der bringt mich gleich erstmal schön zum Schweigen. Vielen Dank auch. Oder er versucht es zumindest. Ja genau, hau das mal schön auf deinen Kollegen. Das ist in Ordnung. Alter, ich bin echt begeistert von den Kurzschwertern, muss ich echt sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so scheiße gut sind. So, das Schwert nehme ich mal an mich. Vielen Dank. Hallo. Ach, du bist ja noch ein richtig schwacher Kollege. Nein. Na egal, wir müssen eh zur Kapelle nochmal. Weil wir haben ja beim letzten Mal es leider nicht geschafft, uns von dem Willenskraftschaden zu erholen. Weil ja Zenithar meinte von wegen, oh, du hast dich ja schon regeneriert. Ja, nee, habe ich nicht. Ist richtig ungewohnt, dass die Bolzen so lange brauchen. Ist echt ungewohnt. Sehr schön. Wird uns aber bei der Diebesgilde sehr hilfreich sein. Das glaube ich schon eher, ja. Das definitiv. Also, soweit ich weiß, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ist Nocturnal auch die Schutzpatronin der Diebe. Zombie! Du Schweinehund! Stirb, Schweinehund! Ey, was willst du denn? Hallo! Du entziehst mir gar nichts, Fräulein. Ja, den Streikkolben kann sie behalten, weil wir haben mittlerweile wirklich genug wertvolle Sachen, die wir verkaufen können. Ich weiß, Lars! Ja, was denn? Eigentlich bin ich wegen was ganz anderen hier, aber mich ärgert es gerade, dass ich wirklich von keinem von den Luschen hier das mal krieg. Du bist ein Anführer. Wehe, du hast keinen schwarzen Seelenstein dabei. Der Verwundbarkeit. Ich glaube, den habe ich sogar noch nicht. Die hat keinen schwarzen Seelenstein, dein fucking Ernst. Es ist ja wohl nicht wahr. Die hat keinen schwarzen Seelenstein dabei. Scheiße. Stärkere Stab der Bezauberung. Den habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Ja, Freunde, das tut mir leid. Dann waren wir jetzt völlig umsonst hier. Das ist ja blöd. Ich hätte jetzt gehofft, wir würden jetzt hier unseren Seelenstein bekommen. Unseren schwarzen. Aber nee, irgendwie ist uns das nicht vergönnt gewesen. Hallöchen, du Sau. Oh Gott, guckt euch das an. Das ist ja gar nichts mehr. Der ist ja überhaupt kein Gegner gewesen für uns. Gut, dass wir einen Federzauber haben, der hilft uns. Aber kein schwarzer Seelenstein, es ist zum Verrücktwerden. Ach gut. Oh! Jetzt habe ich die Truhe noch nicht gelootet. Ist ja unglaublich. Ist ja ein Skandal! Habe ich einfach eine Truhe übersehen? Nee, 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 das geht aber gar nicht hier. Werd langsam nachlässig.
denkt sich so, ja, wir sind eh reich genug. Nee, das nicht. So denke ich nicht. Das ist nicht meine Denkweise. Meine Denkweise ist eher, alles, was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. Und was sich lohnt mitzunehmen, ne? Das ist auch noch so eine Geschichte. Ja, wir sind hier fertig. Leider nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Schade. Naja, lässt sich nicht ändern. Aber dafür haben wir noch mal ein paar Totenbeschwörer ausgeräuchert. Ist doch auch in Ordnung. Was brauchten wir denn eigentlich? Warte mal, wir haben doch alle Date-Reise, sind wir doch so weit durchgegangen. Also, Vermina will den schwarzen Seelenstein, wissen wir. Sanguin will den zirodilischen Brandwein. Vielleicht habe ich da ja Glück bei der Gaststätte, wo wir eh gleich nochmal hin müssen. Mephala habe ich nämlich ganz vergessen, seht ihr? Da müssen wir schon wieder. Ich habe Mephala vergessen. Die haben wir nämlich auch noch vor der Brust. Die ist nämlich auch in der Nähe von Skingrad, soweit ich weiß. Skingrad ist ja tatsächlich übrigens eigentlich meine Lieblingsstadt. Fällt mir gerade mal so ein. Nicht, weil der Graf ein Vampir ist, nein, ja, das vielleicht auch, aber mir gefällt eher das Design der Stadt und vor allen Dingen die Stadt, das Wappen der Stadt gefällt mir sehr. Ja, es ist hell, klar, da funktioniert es eh nicht. Das ist klar. Da brauchen wir nicht drüber reden. Gut, dann gehen wir mal zur Walnut-Herberge. Drückt die Daumen, dass die Dame einen zirodilischen Beinbrand hat. Denn wenn ja, dann können wir wenigstens Sanguin schon mal machen. Vermina wird sich wohl gedulden müssen. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz... Redlich, Sophie, verkauft mir lieber meine Sachen ab. Ich weiß, Lars, ja was denn? Hier. Nein, nicht die Glasbogen, den brauche ich noch. Das ist ja meiner. So, die ganzen Waffen hier sonst kannst du haben. Oh, 483.000. Ja, bitte, das ist doch was. Den Stab haben wir, glaube ich, auch. Den können wir auch verkaufen. Den haben wir auch. Den haben wir, glaube ich, auch. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Bei dem bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den noch nicht haben. Deswegen behalte ich den auch mal. So, das. Und vor allen Dingen das Schöne ist, seit gestern ist ja die Nirnwurz-Quest endlich abgeschlossen. Oh, herrlich. Da brauche ich mich nie wieder drum kümmern. Schön. Ja, genau. Ich verkaufe dir den Skelettschlüssel. Ja, ist klar. Was bringt euch heute hierher? Willkommen in der Vavnet-Herberge. Möchtet ihr ein Zimmer oder vielleicht etwas Wein? Einen Wein hätte ich gerne. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Die hat den nicht mal. Boah, Mädchen. Ich wünsche euch eine gute Reise. Du hast den ja noch nicht mal. Ja, gehabt euch wohl, euer Herr Newstime. Ja, ist klar. Entschuldigung. Rutscht mir gerade so raus. Tja, das ist ja jetzt doof gelaufen, ne? Würde ich mal sagen. Irgendwo muss es bestimmt nochmal so einen zirodelischen Weinbrand geben. In irgendeiner Gaststätte, hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht hier im Tiber Septim Hotel, wo wir ja damals diesen komischen Heini getroffen haben. Ja. Etwas essen und ein guter Schluck werden euch sicher. Seufz hat sie auch nicht. Auf Wiedersehen. Toll. Gut, dann gehen wir erstmal zum Meridia Schrein. Ist ja blöd. So habe ich mir das nicht vorgestellt. So, welcher von euch ist der Priester? Da hinten ist er. Was wollt ihr von Meridia, der Herrin der unendlichen Energien? Warum kannst du sterben? Meridia hat zu euch gesprochen und somit seid ihr gesegnet. Deswegen. Weil wir die schon hatten. Möge die Herrin eure Schritte leiten. Stimmt. Seht ihr, ich komme schon ganz durcheinander. Schlimm. Das ist ja unglaublich. Wie komme ich schon durcheinander hier? Nee, das geht aber gar nicht. Hm? Was? Ach ja, da war ja was. War da was? Oh, scheiße. Ja, das ist ja jetzt echt blöd. Meridia haben wir also schon. Mulakbal haben wir auch. Sanguine ist der, der den Weinbrand braucht. Und den haben wir nicht. Leider.
Ich werde mal unseren alten Freund im Schloss von Skingrad besuchen. Vielleicht hat er ja eine kleine Quest für uns. Das Schloss ist ja blöd. Ja? Ja. Ich kann nicht mit dem Grafen sprechen? Wie geht's? Verzeiht. Wünscht ihr etwas? Der Butler des Grafen, okay. Was kann ich... Warum kann ich mit dem Grafen nicht sprechen? Mano, ich will den Grafen sprechen. Toll. Der kann uns wohl auch nicht helfen. Heulende Höhle. War das nicht auch ein Ort mit Nekromanten? Tja, Vampirheilmittel. Wollen wir mal der geheimen Universität mal einen Besuch abstatten? Können wir ja eigentlich mal machen. Es ärgert mich echt sehr, dass ich keinen schwarzen Seelenstein habe. Verdammt nochmal. Es ärgert mich echt. Warum haben wir keinen verdammten schwarzen Seelenstein? Wisst ihr, ich... Der hilft uns nicht. Wow. Super. Toll. Ja, der ist ja gestorben, das wissen wir ja. Da ist ein Seelenstein drin, aber nicht die Art von Seelenstein, die wir bräuchten. Der Erzmagier hat mit Sicherheit auch keinen. Vor allem, da wir der Erzmagier sind, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Das ist kein Skillbuch, schade. Hätte ja sein können, dass es ein Skillbuch ist. Das war wahrscheinlich mal ein Skillbuch, das haben wir aber schon. Das ist auch keins. Tja, es ärgert mich jetzt wirklich sehr mit dem schwarzen Seelenstein. Nee, Zauber erfinden will ich nicht, weil das bringt eh nichts. Weil ich davon eh keine Ahnung habe und auch nicht weiß, wie das genau funktioniert. Wie schön euch zu... Ich habe das damals mal versucht und dabei kamen die letzten Schrottzauber raus. So viel sei mal gesagt. Gut, also das mit der Quest können wir nicht mal machen. Das ist ja auch geil. Wisst ihr was? Ich besuche nochmal die Echo-Höhle. Vielleicht finden wir da ja jemanden mit einem schwarzen Seelenstein. Ich will nicht, ich will einen mit einem schwarzen Seelenstein haben. Es kann doch nicht angehen. Und sollten wir da nicht jemanden finden, dann werde ich wohl erstmal eine der beiden Gilden machen. Entweder die Diebesgilde oder die Dunkle Bruderschaft. Arschloch. Die Hose können wir verkaufen übrigens. Ich glaube nämlich, die haben wir schon. Lache hier nicht noch ein Zombie? Da, meine ich doch. Ja, tut mir leid, dass ihr euch das jetzt nochmal angucken müsst, mehr oder weniger. Das ist jetzt leider so, es lässt sich jetzt nicht ändern. Beziehungsweise ändern lässt es sich schon, aber ich habe leider keinen schwarzen Seelenstein, deswegen bin ich ja hier. Nur deswegen. Alles andere können die eigentlich behalten. Ich will nur diesen blöden schwarzen Seelenstein. Das war ja auch die Aufnahme, wo es mir nicht so gut ging. Das weiß ich auch noch. Und danach ging es mir mega gut. Das war auch sehr interessant. Einen Tag ging es mir mega schlecht und den anderen Tag ging es mir wieder richtig gut. Arktische Berührung. Oh. Das klingt nach einem mächtigen Zauber. Der Schule der Zerstörung. Eisschaden. Anfälligkeit für Frost. 100%. Eieiei. Das klingt doch gut. Eine Truhe auf schwierig. Für uns kein Hindernis. Zwei große Seelensteine, aber leider kein schwarzer. Mist. Weitersuchen.
Ach ja, das war ja dieser Irrgarten. Hm? Jo, gleich zwei Champions auf einmal. Na klar. Ich glaube, ich könnte hier etwas Verstärkung gebrauchen.